Das ist, finde ich, so pervers, das ist unglaublich. Und, gesagt, und dann auch die ganze, was da passiert ist mit dem Verstappen, sage ich, jetzt reicht's. Walter Röhrl ist kein großer Fan der Formel 1 und daraus macht er auch gar keinen Hehl. Erst kürzlich hat er das, was für uns auf diesem Kanal die Königsklasse des Motorsports ist, bei Servus TV als Kindergeburtstag bezeichnet. Wir haben Röhrl am 17. März auf Schloss Hohenstein zum Interview getroffen und natürlich haben wir dabei mit ihm auch über die Formel 1 gesprochen. Dazu aber später in diesem Video ein bisschen mehr. Aber wenn man Walter Röhrl zum Interview trifft, dann weiß man, Walter Röhrl ist ein Garant für flotte Sprüche, wie zum Beispiel diesen hier. Annähernd solchen war der Berger. Das war ein großes Talent, der war beim ersten Training immer schneller wie der Senna. Bloß ist der Berger dann mit seinen Weibern unterwegs gewesen und der Senna hat 3 Stunden lang mit Ingenieur gesprochen. Das war der Unterschied. Aber was einige von euch vielleicht nicht wissen, Walter Röhrl ist auch mal selbst Formel 1 gefahren und zwar 1980 bei einem Vergleichstest mit Emerson Fittipaldi. So steht es auf seiner Wikipedia-Seite zusammengefasst in ein paar Sätze. Da wollten wir natürlich mehr darüber erfahren, weil man über diesen Vergleichstest im Internet heute nicht mehr wahnsinnig viel Material findet. Können Sie uns die Geschichte erzählen, wie das damals abgelaufen ist? Ja, das war, ich wurde von irgendeiner Zeitung und auch von dem Domingo Spietade, wurde das, der Domingo Spietade war ein Manager, den der Christian mit in die Ehe gebracht hat. Und der war der Manager von Fittipaldi und vom Senna. Und der hat diesen Vergleich im Prinzip dann ein bisschen forciert, sagt, das war doch mal interessant. Und das Ganze sollte dann in Silverstone stattfinden. Der Fittipaldi ist damals Copa Zucca oder was gefahren, so ein Auto. Und ich bin dort hingekommen und es war überhaupt keine Verwandtschaft, dass ich in das Auto hineingepasst hätte. Das war also, wir haben dann also halt alle Sitze, was anderes, also überhaupt keinen Sitz mehr, sondern am Boden und nur mit Schaumgummi dann das ausgestopft und alles Mögliche und Pedale versucht, auf jeden Fall nach 2 Tagen, ja, mit gutem Willen, habe ich halt da reingepasst oder irgendwas. Und dann, das war ja noch das alte Silverstone, nicht das moderne, es war ja im Prinzip ein Viereckkurs, ne? Und dann bin ich da, ich glaube, 7 Runden gefahren oder irgend sowas. Dass wir halt irgendwann mal eine Zeit gehabt haben. Ne? Und dann war ich da, weiß ich, 2,8 Sekunden oder was, war ich dann langsam mal wieder Fittipaldi auf den Runden. Das war ja alles gerade aus Vollgas, das habe ich natürlich auch können, ne? Und die ein paar Kurven, das ging auch einigermaßen. Aber ich habe den Kopf, der hat überall Bügel rausgeschaut, also das war nichts. Und dann sind wir eben eine 5 Kilometer Schotterprüfung durch den Wald gefahren, auch mit dem Fiat. Und da bin ich zuerst gefahren und er ist daneben gesessen, hat sich das angeschaut und hat gesagt, also, wenn es zu schnell ist, macht es so. Und ich hab erst gerade beschleunigt, ist er schon so hart gesessen. Und dann, ja, dann ist er selber gefahren, dann war er auf die 5 Kilometer war er 28 Sekunden langsamer wie ich dadurch. Ne? Das war dann, aber es wurde dann eigentlich, glaube ich, sehr viel geschrieben darüber, ne? Weil das ist ziemlich sinnlos, das zu schreiben. Ne? Das ist, aber das war, ich habe mich damals an und für sich gewundert, weil dieses Formel 1 ist auch von mir ein Auto. Also das war ja für mich was Exotisches, aber das war tatsächlich, ja, das hat sich schon angefühlt wie ein Auto auch. Ne? Aber ich habe nie davon eine Sekunde geträumt, dass ich so ein Formel-1-Auto fahren möchte, muss ich sagen. Das hat, irgendwie habe ich das nie gehabt. Die ganze Rennfahrerei bei mir war auch nur mein Ehrgeiz geschuldet. Ich habe gesagt, ja, okay, ich mache das, weil es mich wahrscheinlich noch perfekter als Autofahrer macht. Wenn euch das Interview bis hierher gefällt, dann lasst gern mal ein Like da und abonniert am besten auch gleich den Kanal und aktiviert die Glocke für die Benachrichtigungen. Denn in den nächsten Wochen gibt es auf unseren Kanälen noch sehr viel mehr von unserem Sonntagnachmittag mit Walter Röhrl zu sehen. Und mit einem Kanalabo gibt es die Benachrichtigung dann direkt auf euer Handy, wenn wir das nächste Video veröffentlichen. Walter Röhrl glaubt also nicht, dass er auf der Rundstrecke genauso erfolgreich gewesen wäre wie im Rallye-Sport. Sein langjähriger Wegbegleiter Hans-Joachim Stuck, der sieht das aber anders.
Ich bin heute der festen Überzeugung, wenn Walter Röhrl es gewagt hätte, auf das Abenteuer Formel 1 sich einzulassen, wäre er Formel 1 Weltmeister geworden. Keine Frage. Eine absolute fahrerische Ausnahmepersönlichkeit. Nein, glaube ich nicht. Das ist, da muss man schon, da muss anders gestrickt sein, als wie ich bin. Da muss eben technisch mehr interessiert sein. Da muss sagen, da kann ich nochmal ein Breckerl rausholen und so. Und da war ich zu. Nein. Unser Interview mit Walter Röhrl hat am 17. März 2024 auf Schloss Hohenstein stattgefunden. Tobias Kindermann und Nikita Karagosow zeigen dort gerade im Rahmen ihrer gemeinsamen Ausstellung Klassentreffen 24 jede Menge beeindruckende Porsche Kunstexponate und organisieren im Rahmen der Ausstellung die sogenannten Benzingespräche. Im Rahmen der von Tobias Kindermann gehosteten Talkrunde mit den Porsche-Legenden Hartmut Christen und Roland Kussmaul hat auch Walter Röhrl nochmal erklärt, warum er als Rallye-Fahrer top war, als Rennfahrer auf der Rundstrecke aber nicht ganz so geeignet. Röhrl erzählte in der wirklich unterhaltsamen Runde unter anderem von einem Test im Gruppe C Porsche in Le Castellet oder wie er sagt... Es war einer meiner peinlichsten Auftritte auch im Motorsport. Röhrl sollte eine Hinterachslenkung im Gruppe C Porsche ausprobieren, entwickelt vom Team von Roland Kussmaul. Und in Le Castellet gibt es und gab es damals schon eine Kurve namens Signe. Die geht normalerweise voll und hätte damals im Gruppe C Porsche ungefähr 2,8 G Fliehkraft bedeutet. Für Rundstreckenprofis ist es eigentlich kein Problem, in Signe voll auf dem Gas zu bleiben. Für Walter Röhrl, der nicht an Rundstrecke, sondern an Rallye gewohnt war, war es aber schon eins. Ich habe in 3 Tagen habe ich das nicht fertiggebracht. Wenn du dein ganzes Leben lang Auto ohne Abtrieb gefahren bist, hast du ein Gefühl für Geschwindigkeit und du siehst den Radius von der Kurve. Und die ist 1100 Meter lang. 1100 Meter habe ich Zeit gehabt und gesagt, jetzt fahre ich Vollgas. Dann bin ich im letzten Moment, habe ich den Fuß verloren. Ich war nicht in der Lage, dass ich das mit Vollgas fahren werde, weil ich das einfach, das hat meinem Programm im Kopf, hat das nicht reingepasst. Und ich bin eben nie Ground-Effekt-Autos gefahren gewesen. Und ich habe mich halt dann so ein bisschen rumgeschrummelt, aber zum Testen, die Aussagen waren dann schon in Ordnung. Das habe ich dann schon begriffen. Weder als Fahrer noch als Fan. Walter Röhrl und die Rundstrecke, das passt einfach nicht so richtig zusammen. Auch nicht, wenn es um die aktuelle Formel 1 geht, von der sich Röhrl besonders in den letzten Jahren entfremdet hat. Hatte sich die Rennen von Landsmann Sebastian Vettel noch ganz gern angeschaut, so war es spätestens das ebenso legendäre wie kontroverse WM-Finale in Abu Dhabi 2021, das Röhrl dazu gebracht hat, mit der Formel 1 zu brechen. Sie haben vor ein paar Jahren gesagt, dass dieses legendäre Formel-1-Finale Abu Dhabi 2021 war. Ja. Das hilft mir jetzt, weil jetzt muss ich mir den Stiefel nicht mehr anschauen, so ungefähr. Ja, richtig. Ja. Durch die ganzen Machenschaften, auch durch die Kontrollsachen, was die Experten, die am Bildschirm stehen und schauen sich eine halbe Stunde die Situation an, wo der Fahrer in einer Hundertstel Sekunde entschieden hat. Das ist, finde ich, so pervers, das ist unglaublich. Und dann, gesagt, und dann auch die ganze, was da passiert ist mit dem Verstappen, sage ich, jetzt reicht's. Das muss ich mir anschauen. Ich habe es immer noch angeschaut, wegen dem Vettel hat mich interessiert, was er macht. Aber heute interessiert mich das überhaupt nicht mehr, was die machen. Das ist mir wurscht. Das ganze Benzingespräch mit Walter Röhrl, Hartmut Christen und Roland Kussmaul könnt ihr euch hier als nächstes Video anschauen. Und hier könnt ihr das eingangs erwähnte Video sehen, in dem Walter Röhrl die Formel 1 als Kindergeburtstag bezeichnet hat. Und hier könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr den ganzen Interviewfilm mit Walter Röhrl, den wir gerade ausproduzieren und in ein paar Wochen veröffentlichen werden, nicht verpassen wollt.